Haben Sie auch schon mal bei Ihrem Kind oder bei sich selbst gedacht, dass der Husten gar nicht mehr aufhört? Und haben Sie Angst davor, dass der Husten chronisch werden könnte? Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Wenn ein Husten scheinbar nicht aufhören mag, können mehrere Gründe dafür vorliegen. Der erste und mit Abstand häufigste ist die Infektkette. Es reiht sich ein Husteninfekt an den anderen, so dass er scheinbar nicht aufhört. In Wirklichkeit aber sind es lediglich jeweils neue Infekte, die sich aneinander reihen. Typischerweise kommt das dann vor, wenn die Kinder frisch in eine Gemeinschaftseinrichtung kommen, das heißt viel Kontakt mit anderen Kindern und damit mit deren Krankheitskeimen haben. Wenn ich dann in der Sprechstunde genauer nachfrage, erfahre ich, dass nach etwa 1 bis 2 Wochen der Husten sich zu bessern schien, dann aber wieder schlimmer wurde. Das war dann der Übergang vom alten zum neuen Infekt. Meistens sind die Kinder, obwohl sie husten, ja gar nicht schlimm krank, haben auch kein Fieber, sodass sie bald wieder in den Kindergarten gehen können. Dort holen sie sich dann wieder den nächsten Husteninfekt. Sehen Sie dazu gern mein Video über "Mein Kind ist ständig krank" an. Da erkläre ich, warum kleine Kinder so häufig krank sind. Die Ansteckungszeit ist nur wenige Tage. Der häufigste Grund für einen Husten ist eine Infektion mit einem der vielen Erkältungsviren. Sie machen zwar die gleichen Symptome, brauchen aber jeweils eigene spezifische Antikörper. Um gesund zu werden, braucht es in der Regel 1 bis 2 Wochen. Ein chronischer Husten kann dadurch nicht entstehen, auch wenn das Kind wegen einer Infektkette den ganzen Winter über durchhustet. Ebenfalls ein ganz häufiger Grund, warum ein Husten scheinbar nicht aufhört, ist das Verabreichen von Hustenmitteln, die keine Wirkung zeigen. In der Sprechstunde fällt mir ganz oft die Enttäuschung und der Frust von Eltern auf, die mir berichten, dass der Husten trotz der Gabe von Hustensaft nicht besser geworden sei. Wenn ich erwarte, dass es durch die Medizin doch besser werden muss und das eben nicht passiert, dauert der Husten gefühlt ewig. Sie verstehen, was ich meine? Dazu müssen Sie wissen, dass der Husten ganz verschiedene Ursachen haben kann, weshalb die gegebenen Medikamente eben einfach nicht immer helfen können. Ein Baby zum Beispiel hustet, weil es bei seinem Schnupfen nicht schneuzen kann und der Nasenschleim nach hinten unten in den Hals fließt und dort einen Hustenreiz auslöst. Hier helfen natürlich keine Hustenmittel. Ebenso verhält es sich bei einem Reizhusten, der durch eine geschwollene Schleimhaut im Halsbereich entsteht. Auch hier zeigen schleimlösende Hustensäfte natürlich keine Wirkung. Der Husten bei einer spastischen Bronchitis braucht eine ganz andere Medizin als der Husten bei einer Sinusitis. Husten kann auch von Asthma ausgelöst werden und da hört der Husten erst dann auf, wenn das Asthma im Griff ist. Und dann gibt es Krankheiten mit wochenlangem Husten, also Krankheiten, für die es typisch ist, dass sie einen wochenlangen Husten zur Folge haben, zum Beispiel beim Keuchhusten, den man Pertussis nennt, oder die Parapertussis-Erkrankung. Sogenannte atypische Mykobakterien können ebenfalls vor allem bei den Schulkindern auch mal einen länger dauernden Husten verursachen. Selbstverständlich ist bei einem längeren Verlauf und bei Beeinträchtigung immer eine ärztliche Untersuchung sinnvoll. Mein Fazit für Sie aber ist, wenn Sie ein akut hustendes Kind haben, das nicht wesentlich beeinträchtigt ist, und Sie nach 3 bis 4 Tagen das Gefühl haben, dass es sich langsam bessert, brauchen Sie nicht zwingend zum Abhören in die Sprechstunde kommen. Meistens handelt es sich ja um den Husten bei einer Erkältung. Wenn Sie Hustenmittel geben und sie zeigen keine Wirkung, dann hören Sie auf damit, sie zu geben. Es erzeugt nur Frust, wenn Sie Medizin geben und sie hilft nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele meiner Kollegen und Kolleginnen grundsätzlich keine Hustensäfte verschreiben. Ich selbst habe oft gute Erfahrungen mit natürlichen Mitteln wie Thymian, Salbei, Honig, Zwiebeln und nicht zuletzt der frischen Luft gemacht. Und jetzt zur Angst vor dem chronischen Husten. Es kann schon mal sein, dass ein Kind den ganzen Winter über hustet, denken Sie an die Infektkette. Das ist und wird kein chronischer Husten, vor dem man Angst haben muss, weil
keine bleibenden schlimmen Folgen zurückbleiben. Einen echten chronischen Husten gibt es eigentlich nur beim unbehandelten Asthma und bei Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel der Mukoviszidose, oder bei den Rauchern, die ihrer Lunge mit jeder Zigarette Schaden zufügen. Genauso schadet auch das Passivrauchen vor allem den Kleinen. Den Husten ohne Ende gibt es heutzutage eigentlich fast nur bei Rauchern. Ich fände es deshalb schön, wenn alle Eltern sich ihrer Verantwortung bewusst wären, ihren Kindern ein gutes Vorbild sind und ihnen zuliebe auf das Rauchen verzichten würden.